Früher ging man schlafen, wenn es dunkel war. Dann erfand 1879 Thomas Edison dieses Ding hier. Frau Ahlheim, Sie sind Historikerin, erforschen den Schlaf. Sie sagen, die Glühbirne hätte den Schlaf revolutioniert. Warum? Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Es sind plötzlich Räume hell, die vorher dunkel waren. Das macht eine ganz neue Art von Nachtleben möglich. Also man kann eben nachts sowohl Privaträume erhellen als auch Kneipen, Bars, Theater, Boulevards, Straßen. Alles wird heller. Und damit verschwimmt natürlich die Grenze zwischen Tag und Nacht. Und diese klare Idee, ich gehe dann schlafen, wenn es dunkel wird, funktioniert im Alltag nicht mehr, ganz anders. Und gleichzeitig kann man durch Glühbirnen, die auch bezahlbar sind, die rentabel sind, natürlich auch Fabrikhallen nachts beleuchten. Das heißt, man kann plötzlich nachts arbeiten. Und damit ändern sich die Rhythmen des Alltagslebens ganz entscheidend. Tatsächlich ist ja einer, der die Fließbandarbeit erfunden hat, Ford, mit dem sogenannten Fordismus, also die ganze Idee, dass man schneller arbeitet, Produktivität steigert, der hat ja die Fabrikhallen sehr hell erleuchtet, aber er sagte auch, Schlaf ist überflüssig. Das ist eine ganz wichtige Idee schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also Edison, der Erfinder der Glühbirne, sagt zum Beispiel, Schlafen ist eine Absurdität und eine schlechte Angewohnheit. Man kann dauerhaft wach sein, man kann dauerhaft arbeiten. Und diese Idee kommt interessanterweise eben gerade Ende des 19. Jahrhunderts auf und wird in den 20er Jahren noch mal viel stärker. Da kommt auch die Idee auf, dass man schneller schlafen kann. Also so wie man im Taylorismus effizienter arbeiten kann, indem man Arbeit intensiviert, könne man auch Schlaf intensivieren, sagen die Leute, indem man einfach schneller schläft. Herr Borbey, Sie sind einer der renommiertesten Schlafforscher der Welt. Pharmakologe vom Hintergrund her, also Mediziner. Schneller schlafen, effizienter schlafen, geht das? Das geht nicht, nein. Wir brauchen den Schlaf immer noch so, wie wir ihn schon seit Jahrtausenden gewohnt sind. Aber wir versuchen natürlich, den Schlaf etwas zu komprimieren, weil so viele Anreize vorhanden sind, den Schlaf eben nicht nur auf die übliche Zeit in der üblichen Zeit zu absolvieren, sondern ihn etwas einzuengen und mit weniger Schlaf auszukommen. Aber den Schlaf brauchen wir immer noch, wir können auf den Schlaf nicht verzichten. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir brauchen den Schlaf, wie wir uns gewohnt sind. Es gibt ja diese Studien, die zeigen, eben auch die historischen Studien, dass man vor der Industrialisierung anders geschlafen hat. Zum Beispiel in zwei oder drei Phasen mit einer Unterbrechung in der Mitte, mitten in der Nacht, hat man eine Pfeife geraucht, etwas gegessen, man hat sich erotischen Spielen hingegeben und dann hat man noch einmal eine Schlummerphase gehabt. Was ist denn normaler Schlaf? Den normalen Schlaf gibt es eigentlich im nicht. Also wir sind heute uns gewohnt an einen sogenannten monophasischen Schlaf, das heißt, den ganzen Schlaf in wenigen Stunden kontinuierlich zu absolvieren. Es gibt immer Leute, die dann noch einen Mittagsschlaf einschalten. Das ist auch heute bei uns üblich, aber eigentlich nicht in weitem Maße. Aber sonst ist der konsolidierte Schlaf, also ein Nachtschlaf bei uns, der übliche. Und wie Sie richtig sagen, in früherer Zeit, aber auch in anderen Kulturen, wird der Schlaf aufgeteilt in mehrere Portionen. Also zum Beispiel auch in Indien, da sieht man Leute auch tagsüber auf der Straße überall schlafen. Der Schlaf ist nicht nur ein Ding, das man nachts absolviert, sondern auch tagsüber schläft man zuweilen. Also da ist nicht sehr viel daran. Oder in japanischen Untergrundbahnen schlafen die Leute gewöhnlich schon etwas, weil sie während dieser langen Fahrt der Monotonie eher dem Schlaf dann widmen. Also kann man sagen, normal ist, dass man schläft, aber nicht wie man schläft? Richtig, ja. Ja, das, so könnte man es sagen. Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Licht. Es ist ja interessant, dass es, wenn man nächtliche Satellitenbilder ansieht, dass sehr auffällig ist, dass in den reicheren, vermögenderen Ländern, in den Wohlfahrtsstaaten auch sehr viel mehr Licht brennt. Und schon lange ist eben dieser Zusammenhang zwischen Licht und Produktivität bekannt. Gleichzeitig weiß man aber auch, in den hell erleuchteten Regionen schlafen die Leute weniger. Haben Schlafstörungen etwas zu tun mit Beleuchtung? Herr Borbey? Nicht eigentlich. Die Leute schlafen heute etwas weniger als noch vor einigen Jahrzehnten. Das weiß man. Also der Schlaf ist etwas kürzer geworden. Aber trotzdem
Im Wesentlichen ist der Schlaf gleich geblieben. Das Licht erlaubt einfach eine erhöhte Flexibilität und natürlich auch ein späteres Zu-Bett-Gehen, weil wir nicht mehr darauf angewiesen sind, zu Sonnenuntergang vielleicht noch eine Kerze anzuzünden, aber dann doch bald schlafen zu gehen. Also von daher gesehen wird der Schlaf sicher beeinflusst durch das Licht, aber ich würde sagen, nicht so stark, dass der Schlaf wirklich grundlegend verändert worden wäre. Also dann wäre der Zusammenhang eher derjenige, dass man sagt, in den erleuchteten Regionen arbeitet man mehr und der Stress ist größer und deswegen gibt es so, dann mehr. So würde ich es sagen, ja. Ja, das denke ich auch. Mhm. Ja. Dennoch haben Sie ja diese Bedeutung des Lichts so hervorgehoben in der Geschichte, wenn wir noch einmal die Geschichte anschauen, die Erleuchtung der Fabrikhallen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Hat man da den Leuten plötzlich gesagt, ihr arbeitet jetzt nachts einfach bei Licht? Also es haben die Produktionsmöglichkeiten einfach verändert. Man konnte, also schon das Fließband beispielsweise verändert ja Produktionsrhythmen. Man kann schneller, dauerhaft produzieren. Das gilt auch also für die Arbeit in der Nacht, die einfach bezahlbarer wird, wenn man billigeres Licht hat. Und was man sehen kann, es gibt natürlich vorher schon Nachtschichten, zum Beispiel in der Stahlindustrie. Da waren ganz lange 12-Stunden-Schichten üblich. Das heißt, Nachtarbeit gibt es natürlich schon vorher in den Bereichen der Gesellschaft, in denen dauerhaft, also ein Glühofen muss dauerhaft heiß gehalten werden, damit er funktioniert. Was sich, glaube ich, verändert, ist tatsächlich auch, also wenn man überlegt zum Beispiel sowas wie Nachtleben, was sich auch in den 20er Jahren verändert, je mehr Leute feiern gehen, desto mehr Leute müssen auch auf der anderen Seite arbeiten. Also im Verkehrswesen beispielsweise, die Leute, die bedienen müssen, wenn die einen feiern. Das heißt, es verändert sich eine Form, mit der Nacht umzugehen. Und damit steigt natürlich auch der Anreiz, nachts zu arbeiten. Es gibt plötzlich mehr Zeit, in der man arbeiten kann. Aber ist diese Betonung des Lichts und jetzt der Möglichkeit, eben Freizeit zu genießen, nicht ein bisschen übertrieben? Ich denke gerade daran, dass wir im letzten Jahr einen Schwerpunkt hatten bei SRF Kultur zum Thema Barock. Da ging es immer um das rauschende Fest, die Partys, die man gefeiert hat, die Gelage. Da gab es ja noch keine Glühbirnen. Also erhellen konnte man die Räume ja schon. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das der einzige Punkt ist, der sich verändert. Licht wird einfach billiger. Also vielleicht könnte man sagen, dass das ein Faktor ist, der viel verändert. Es ist viel einfacher geworden jetzt, nachts zu arbeiten. Und ich glaube, die Schichtarbeit hat tatsächlich zugenommen. Also die Arbeit abends, die Arbeit nachts, das ist sehr stark angewachsen. Seitdem Ford das eingeführt hat, ist das heute in weiten Bereichen der Industrie üblich und bringt Probleme mit sich für den Schlaf, für die Rhythmen. Das heißt, Sie als Pharmakologe sehen das kritisch, Schichtarbeit? Ich sehe es als eine Notwendigkeit, mit der man umgehen muss. Aber man muss diese Schichtarbeit den biologischen Gegebenheiten anpassen. Also heute arbeitet man nicht einfach 12 Stunden nachts und dann ist vorbei, sondern man hat gewisse Schichtwechsel, von denen man weiß, dass sie möglichst günstig sind oder am wenigsten schädlich, möchte ich einmal sagen, dass man also immer die Schicht nach vorwärts wechselt, also immer etwas länger wird und nicht willkürlich hin und her. Das sind heute Erkenntnisse, die man aus dieser Schichtarbeit gewonnen hat und die natürlich auch den Schlaf sehr stark dann mit beeinflussen und optimieren. Aber trotzdem, in der Schichtarbeit sind Schlafstörungen sehr prävalent und eine der großen Probleme. Das ist ja auch einer der Anlässe gewesen, weswegen Schlafforschung wichtiger geworden ist. Also richtig, in den 50er, 60er Jahren, auch durch den Prozess der Automatisierung, also viele Arbeitsprozesse laufen jetzt automatisch gesteuert ab. Damit verändert sich Arbeitswelt, man muss anders arbeiten. Aber diese Automaten können eben auch, die schlafen ja nicht. Also Maschinen funktionieren einfach durchgehend. Richtig, Und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen man gesagt hat, Schlaf scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Ja. Der Schlaf ist wichtig, aber auch die Leistungsfähigkeit in der Nacht ist eben ein kritischer Punkt. Denn obwohl man nachts wach ist, ist man nicht unbedingt leistungsfähig. Und die großen Unfälle, die passiert sind, dann in Three Mile Island und so weiter, noch andere, die sind alle nachts passiert, zu einer Zeit, zu der die biologische Leistungsfähigkeit nicht sehr gut ist. Wir sind also auf Schlaf programmiert in der Nacht
Und wenn wir in der Nacht aber leistungsfähig sein müssen und uns konzentrieren müssen, wichtige Arbeiten ausführen müssen, dann kann es zu Problemen kommen. Also, und warum sind wir programmiert auf Schlafen in der Nacht? Hat das jetzt doch zu tun mit dem Licht? Das hat zu tun mit den biologischen Rhythmen und indirekt mit dem Licht. Weil Licht ist einer unserer sogenannten Zeitgeber für biologische Rhythmen. Das heißt, dank dem Licht sind die biologischen Rhythmen synchronisiert mit der 24-Stunden-Umwelt. Wenn wir gar kein Licht hätten, dann hätten wir immer noch Rhythmen, aber die würden wegdriften von den 24 Stunden, meistens etwas länger. Also wir würden den Zusammenhalt mit unserer Umwelt verlieren. Dank Licht und dank anderen Faktoren können wir uns synchronisieren mit der 24-Stunden-Umwelt und unsere eigenen Rhythmen ebenfalls. Und woher weiß man das? Das weiß man, weil man Experimente durchgeführt hat, in denen man Versuchspersonen, zuerst Versuchstiere, man weiß das aus der Tierforschung, aber bei Versuchspersonen, die lässt man während Wochen in einer konstanten, sogenannten zeitfreien Umgebung leben. Also da gibt es keine Uhren, keine Informationen über Zeit. Die Leute können ihr Licht und ihren Tagesablauf selbstständig regeln, so wie sie wollen. Und bei solchen Versuchen hat man gesehen, dass die biologischen Rhythmen weiter bestehen. Also es gibt nicht ein vollständiges Chaos mit Schlaf und Wachen, sondern der Schlaf findet immer noch in üblichen Portionen statt. Aber die Synchronisation mit der Umwelt verschwindet. Also die Tage werden meistens etwas länger. Und die Versuchspersonen gewinnen also sozusagen einen Tag, weil sie längere Tage haben. Und würden Sie so weit gehen zu sagen, man hat eigentlich eine biologische, eine innere Uhr, bevor es eine Uhr gab im Sinne einer Zeitmessung? Oh ja, ja. Diese biologische Uhr, die ist in uns drinnen und sie bestimmt sehr vieles. Vieles unserer Körperfunktionen sind durch diese biologischen Uhren bestimmt, also auch das Hungergefühl, Durstgefühl, Stoffwechsel und unter anderem eben auch Schlafen und Wachen. Sie hatten ja bis 2006 eine Professur an der Universität Zürich inne für Pharmakologie und haben renommierte Teams von Schlafforschern angeleitet. Und Sie sagen eigentlich, obwohl Sie jetzt schon so lange Schlafforschung betrieben haben, weiß man noch nicht, warum wir schlafen. Gibt es denn auch überhaupt keine Spuren? Ja, es gibt Theorien. Aber wirkliche Erkenntnisse, gesicherte Erkenntnisse gibt es nicht. Aber da muss ich sagen, die Frage, warum wir schlafen, ist eine schwierige Frage, weil das Warum kann verschiedene Bedeutungen haben. Es gibt Leute, die suchen zum Beispiel nach dem Schlafzentrum. Das hat man schon seit Jahrzehnten gemacht und geglaubt, irgendwelche Schlafzentren gefunden zu haben im Gehirn. Und wenn das so wäre, dann würden unsere Schlafimpulse alle von diesem Zentrum ausgehen. Das ist leider nicht so. Das Gehirn ist viel komplexer aufgebaut. Es gibt zwar Systeme, die beim Schlaf beteiligt sind, aber nicht wirkliche Schlafzentren. Dann hat man gesagt, es gibt Neurotransmittoren, also Überträgerstoffe im Gehirn, die für den Schlaf verantwortlich sind. Das Serotonin, das ist einer dieser Überträgerstoffe, hat man einmal Somnotonin genannt, weil man dachte, das ist jetzt wirklich der Schlafstoff. Irrtum. Er ist zwar beteiligt, aber er ist nicht der Schlafstoff. Also von daher gesehen sind die Mechanismen, die Vorgänge, die für den Schlaf verantwortlich sind, nicht unbedingt fassbar. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt zielführend ist, wenn man versucht, auf diesem Wege den Schlaf zu verstehen und zu kontrollieren. Ist es denn historisch gesehen? Gab es da immer mal wieder Momente, wo man dachte, man hat es gefunden, warum wir eigentlich schlafen? Immer wieder. Also das ist das Faszinierende, wenn man sich mit Schlafforschung beschäftigt. Es gibt immer wieder die Überzeugung, jetzt haben wir was gefunden, was Schlaf erklärt. Also diese Vorstellung, dass es Schlafstoffe gibt, gibt es eben schon im späten 19. Jahrhundert. Da sagt man, das nennt man das Hypnotoxin, das sind Ermüdungsstoffe, das sind Gifte, die sich im Körper breit machen und die uns einschläfern. Da hat man auch noch die Vorstellung beispielsweise, dass man im Schlafen ein blutleeres Gehirn hat, das man deswegen schläft, weil das Gehirn eigentlich tot ist, weil kein Blut mehr drin ist. Also alles läuft raus. Das sind verschiedene Erklärungsmodelle, die immer wieder durch die Wissenschaft gehen und alle sagen, jetzt haben wir es gefunden. Dann kommt von der Ökonome und sagt, ich habe das Schlafsteuerungszentrum gefunden. Sind alle ganz glücklich und sagen, ja, endlich wissen wir, wo es ist und wie es funktioniert. Und das
10 Jahre später kommt die nächste Idee. Und das finde ich so spannend daran, dass man ja heute sagt, es ist die biologische Uhr, an die wir jetzt glauben. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, könnte man vermuten, möglicherweise, sagt man 20 Jahre. Man hat mal versucht, sich gegen den Schlaf zu impfen. Mhm. Ja. Nicht, das wäre natürlich das Ultimative, dass man einen Impfstoff hätte, der den Schlaf dann nicht mehr nötig machen würde. Das hätte bestimmt Immanuel Kant sehr gut gefallen, weil interessant ist ja, dass ganz viele Philosophen und gerade auch die Philosophen der Aufklärung, Entschuldigung, die hatten ein ganz schlechtes Bild vom Schlaf. Das vernebelt unsere Sinne, wir können nicht mehr richtig denken. Und wenn man den Schlaf abschaffen könnte, wäre das wahrscheinlich das Erste, was man tun würde. Gab es denn irgendwann in der Geschichte, in der Geistesgeschichte auch Intellektuelle, die gesagt haben, nein, Schlaf ist was ganz Tolles? Also es gibt Intellektuelle, die viel geschlafen haben. Goethe zum Beispiel ist immer jemand, der genannt wird, der 12 Stunden schlafen musste, um dichten zu können. damit ihn die Muse küssen kann. Einstein ist eines der Beispiele, das immer genannt wird. Der hat angeblich bis zu 14 Stunden am Tag geschlafen. Also es gibt diese Schläferfiguren, Fantasien von Langschläfern, die trotzdem sehr, sehr produktiv sind und kreativ sind. Das Interessante ist vielleicht, dass das Gegenbeispiel immer die Politiker und die Militärführer sind. Also Napoleon beispielsweise, der nicht schläft und Kriege führen kann. Churchill wäre ein weiteres Beispiel. Also diese Fantasie des Schlafens, des Langschlafens gibt es schon immer, auch die Geschichte davon. Es gibt beispielsweise in der Literatur auch Schläferfiguren. Schillers Wallenstein beispielsweise geht ab von der Bühne am Ende und sagt, ich gedenke, einen langen Schlaf zu tun. Was man auch lesen kann als Versuch auszubrechen aus dieser rationalen, beherrschten Welt. Also er steht unter dem Druck, dass er alles lenken kann. Die Aufklärung sagt, der Mensch macht seine Geschichte letztlich selbst. Und in dem Moment, in dem man merkt, das funktioniert nicht, es lässt sich nicht beherrschen, es lässt sich vielleicht auch nicht lenken, wie ich gerne möchte, kommt dieser Wunsch nach Schlaf, nach Ruhe haben. Es war ja in dieser Zeit in der Aufklärung, oder wenn man die philosophische Epoche anschaut, ja auch diese Sehnsucht danach, die Metaphysik hinter sich zu lassen. Kant spricht davon, dass er aus dem dogmatischen Schlummer erwacht sei, als er Hume gelesen hat. Also die Empiriker, die kommen und mit naturwissenschaftlichen Methoden versuchen, die Philosophie auch ein Stück weit zu entzaubern, diese dogmatischen, metaphysischen Dinge da rauszuhaben. Und der Versuch, eben ohne Schlaf dann das klare Denken zu erreichen. Ja, ich glaube, es war eine Beleidigung der Vernunft in einem gewissen Sinne, dass man schläft, dass man immer wieder wegtaucht und dann sogar noch irgendwelche wirren Dinge träumt, die nicht nur wirr, sondern vielleicht zum Teil auch unmoralisch sind. Und also alle diese Dinge, die nicht mehr kontrolliert werden können. Und ich glaube, das ist, wie Sie sagen, tatsächlich etwas, das man eigentlich beiseite lassen wollte und diesen Teil des Lebens nicht als menschenwürdig betrachtete, sondern nur wirklich das Wachsein, die Vernunft, die Ratio. Das war bei Kant ganz ausgesprochen. Obwohl Kant auch eigentlich sich hier und da etwas Positiver über den Schlaf ausließ. Also es war nicht nur seine Kritik, sondern er würdigte dann auch den Schlaf als etwas, als einen Genuss, den man eigentlich nicht verdient hat, aber den man doch... das den muss man dann doch noch sein, noch kurz die Moralkeule. Sprechen wir über heute. Es ist ja unter Managern und Spitzenpolitikern, Sie haben Churchill bereits erwähnt, ist es sehr verbreitet, ständig zu betonen, mit wie wenig Schlaf man auskommt. Und dazu schauen wir uns einen Einspieler an aus der Sendung Einstein. Sie sagt, sie habe die Fähigkeit, Schlaf zu tanken und könne Energie wie ein Kamel speichern. Angela Merkel schläft im Schnitt 5 bis 6 Stunden pro Nacht. CVP-Präsident Christoph Darbele ließ die Nation wissen, dass ihm 4 Stunden Schlaf pro Nacht reichen. Die eiserne Lady Margaret Thatcher ruhte zur Zeit ihrer Karriere als britische Premierministerin selten mehr als 4 Stunden. Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, isst weder Fleisch noch trinkt sie Alkohol und schläft selten mehr als 5 Stunden. In dieser Gesellschaft wirkt Tennisstar Roger Federer, der sich regelmäßig 8 Stunden Erholung gönnt, beinahe wie ein Faultier.
Herr Borbély, brauchen Spitzensportler mehr Schlaf oder ist Herr Federer einfach nur ehrlich? Ich glaube, Spitzensportler brauchen nicht mehr Schlaf. Das Schlafbedürfnis ist individuell sehr verschieden. Und es gibt Kurzschläfer, es gibt Langschläfer. Die meisten Leute schlafen 7 bis 8 Stunden und das ist das, was der Durchschnittswert ist. Aber es gibt echte Kurzschläfer, die mit wenig Schlaf auskommen. Dann gibt es aber auch Schlafende, die zu wenig schlafen, weil sie vielleicht von äußeren Umständen getrieben eben gar nicht zum Schlaf kommen und sich den Schlaf gar nicht gönnen oder glauben, ihn nicht gönnen zu müssen. Und vielleicht sind gewisse Politiker eher dieser Kategorie zuzuschreiben als andere. Aber es gibt wirkliche Kurzschläfe, das muss man sehen. Warum ist es denn so unglaublich attraktiv, von sich zu behaupten, dass man mit wenig Schlaf auskommt? Also gerade bei Politikern würde ich denken, es ist auch eine Machtikonografie. Also man ist immer wach, man kann immer herrschen. Es gibt dieses Gedicht zum Beispiel, im Kreml brennt immer Licht. Das heißt, da ist jemand, der schaut immer auf sein Volk. An dem geht nichts vorbei, weil er eben nur eine ganz kurze Pause macht. Also ich glaube schon, dass das eine Machtfantasie da auch hintersteckt. Dann steckt da natürlich auch eine Arbeitsideologie hinter, immer produktiv sein, möglichst wenig schlafen, mehr arbeiten. Das ist ja auch eine Ideologie, gegen die man sich ganz schwer wehren kann im Alltag. Ja. Also wenn man beispielsweise Langschläfer ist wie ich, muss man sich verteidigen. Warum schläft man dass eben... Dass man nicht als Faultier gilt. Dass man nicht als Faultier gilt. Also diese Rede vom Langschläfer und vom Kurzschläfer ist ja sehr, also auch moralisch belegt. Ja, das ist heute in, dass man mit wenig Schlaf viel leisten kann. Ja. Weil das ist vielleicht der Prototyp eines leistungsfähigen Managers, der sich brüstet, mit wenig Schlaf auszukommen. Aber wenn man genau hinschaut, tagsüber, man hat ja das gesehen in der Aufzeichnung, da gibt es doch Schlafepisoden, unwillkürliche, die dann doch zeigen, dass der Schlaf eben doch nicht genügt. Und wenn man nicht wirklich unter Strom steht, dass man dann leicht einschläft, wegnickt und doch nicht so aufmerksam geht. Jetzt hat ja Frau Ahlheim schon gesagt, dass sie selber 8 Stunden schläft. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Borbély? Sie haben ja eine fulminante akademische Karriere gemacht. Hatten Sie Zeit zum Schlafen? Ich hatte Zeit zum Schlafen. Ich nahm mir die Zeit zum Schlafen. Ich bin ein Kurzschläfer. Ich schlafe ungefähr 6 Stunden. Das müssen Sie jetzt sagen, oder? Nein, ich schlafe schon seit langem 6 Stunden pro Nacht. Wenn ich manchmal etwas länger schlafen kann oder es mir gönne, dann schlafe ich vielleicht etwas länger. Aber ich bin ein Kurzschläfer. Jetzt gibt es im Moment ja diese riesige Debatte darüber, dass eigentlich sehr viele Menschen übermüdet seien. Es gibt ganz viele Publikationen, die zurzeit erscheinen, über die übermüdete Gesellschaft, 24-Stunden-Gesellschaft. Da wird dann auch gesagt, wenn man zu wenig schläft, wird man sehr viel risikobereiter. Und dass das beispielsweise ein Problem sei an der Börse. Da würden dann riesige Gewinne, versuchte man da einzutreiben, mit Hochrisikospielen. Wie ist das eigentlich? Ist wenig zu schlafen tatsächlich ungesund, wie das im Moment behauptet wird? Zu wenig zu schlafen ist sicher nicht gut. Und ich glaube, die Hauptgefährdung ist vielleicht weniger die Börse als der Straßenverkehr. Es gibt Leute, die einnicken beim Autofahren und besonders jene, die eben nicht nur selbst fahren, sondern zum Beispiel Buschauffeure oder andere. Das sind Leute, die besonders gefährdet sind. Und es kommen immer wieder große Unfälle zustande, die auf Schlaf, zu wenig Schlaf oder Einschlafen am Steuer zurückzuführen sind. Also da sehe ich ein echtes Risiko in unserer heutigen Gesellschaft. Gesundheitliche Risiken gibt es auch. Also das kann man zeigen, dass zu wenig Schlaf nicht gut ist für den Stoffwechsel, für den Herzkreislauf. Aber hier muss man wirklich unterscheiden, ist es wirklich der Schlaf oder ist das das Leben, das mit diesem kurzen Schlaf einhergeht? Also der Stress, den man mit berücksichtigen muss und zum Teil auch die Rhythmusverschiebung. Denn viele Manager, die schlafen ja nicht immer hier nur, sondern die reisen ständig nach Übersee, die haben Jetlag und auch die Politiker übrigens. Und dieser Jetlag, der ist eindeutig gesundheitsbeeinträchtigend. Also zu schlafen zu Zeitpunkten, zu denen eigentlich die Körperuhr nicht auf Schlaf programmiert ist, ist schwierig und ist nachteilig, wenn man das immer wieder tut. Also diese Einflüsse muss man mit berücksichtigen.
Was ich daran interessant finde, ist, dass wir auch hier Schlaf unter dem Leistungsaspekt betrachten. Man muss eben gut schlafen, um arbeiten zu können. Das sind auch die Beispiele, die einem gleich einfallen. Und Schlaf als einfach als Freizeit, als Auszeit, die man sich nimmt, mit der man sich auch stemmen kann gegen die dauernden Anforderungen der Gesellschaft. Also einfach sagen, ich mache die Tür zu, ich bin im Bett, ich schlafe. Ich stehe nicht zur Verfügung für das, was die Gesellschaft von mir fordert, von mir möchte. Gilt ja beispielsweise auch für die Freizeit. Also ich denke, viele Leute knapsen auch an der Schlafzeit, um noch Privatleben, soziales Leben zu haben, was man in der Regel eben abends erlebt. Also diese Vorstellung vom Schlaf als etwas, was man sich gönnt, einfach auch zum Wohlfühlen, vielleicht zum Träumen, zum Woanderssein, die geht immer wieder verloren. Schlaf wird immer als Ressource, als Leistungsressource betrachtet. Ja. Das finde ich sehr. Diesen Zusammenhang hat ja Lukas Berfuss, der Schweizer Schriftsteller, wunderbar dargelegt in seinem Roman Koala, wo er beschreibt, wie man das Koala-Tier, das ja bekanntlichermaßen irgendwie 20 Stunden schläft und auch kaum je seinen Lebensort wechselt, sondern höchstens mal vielleicht einen Baum weiterzieht, dass dieses faule Tier ein Skandalon war für die Gesellschaft. Man hat versucht, es auszurotten, weil es so empörend war, dass es so ein Viech gibt, das da irgendwie vor sich hin vegetiert, fast alles verdauen kann, sich überhaupt nicht anstrengen muss und offenbar ein prima, faules, mußevolles Leben führt. Also diese Idee, Schlaf als Skandalon in einer 24-Stunden-Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft, das scheint sich ja schon so ein bisschen durchzuziehen und ist im Moment ja auch wieder ein großer Diskurs darüber im Gang. Das ist richtig, ja. Also sich den Schlaf zu gönnen, den Schlaf als etwas Positives zu sehen, das findet man eigentlich heute relativ selten. Schlaf wird als Notwendigkeit angesehen, aber nicht als etwas Positives, etwas Entspannendes, etwas, das einem das Abschalten ermöglicht, eben wie Sie sagen, Träume, nicht mehr sich mit dem Alltäglichen beschäftigen. Dieser Aspekt ist bei uns etwas verloren gegangen, aber es wird immer wieder heute thematisiert, dass das eigentlich notwendig wäre. Aber können Sie das auch verstehen? Ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, das Leben hat so viele attraktive Seiten, es gibt so viele schöne Bücher zu lesen, tolle Filme zu sehen, die Serien, die es jetzt überall gibt. Das versteht man doch auch, dass man vielleicht denkt, ich verpasse so viel, wenn ich so viel schlafe. Ja, man versteht, also erstens versteht man es gerade dann, wenn einem Arbeit Spaß macht. Natürlich arbeitet man dann auch gerne länger. Das gilt aber natürlich nur für bestimmte Teile der Bevölkerung. Natürlich, man geht ja auch gerne abends weg. Man hat ja auch die Freude daran, mal durchzufeiern, lange wach zu bleiben, die Nacht eben zu nutzen. Das ist ja auch eine Freiheit, die wir gewonnen haben, beispielsweise durch Licht. Also, dass wir einfach mehr Zeit zum Leben haben. Natürlich ist das unglaublich faszinierend, diese Idee zu denken. Also, da kommen auch in der Geschichte, wenn man sich das anschaut, die ist ganz alt, die Idee. Dass man sagt, man kann eigentlich zwei Leben in einem leben, wenn man nicht mehr schläft. Und wir gewinnen ein Drittel der Zeit dazu. Wie toll ist das eigentlich als Fantasie? Aber es ist eben auch eine Fantasie, die den Sinn des Lebens im Wachsein und im Produktivsein und im Tätigsein sieht. Und es gibt immer wieder, zum Beispiel auch in der Schlafforschung, wenn ich mich nicht irre, ja Leute, die sagen, warum ist eigentlich das Wachsein die Existenzform, die wir als normal annehmen? Können wir nicht auch annehmen, eigentlich schlafen wir? Und das Erstaunliche ist, dass wir zwischendurch mal wach sind. Also diese Idee mal umzudrehen, das finde ich sehr, sehr reizvoll. Insofern natürlich versteht man das, aber gerade wenn man es als Anforderung versteht ans Individuum, ist es natürlich auch eine Belastung. Also wir müssen dauernd aktiv sein. Ich glaube, der Stellenwert des Schlafs wird heute nicht mehr gesehen als das, was er eigentlich ist. Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Und das sollte wieder eine Bedeutung gewinnen. Nicht der Schlaf selbst, der ist ja nicht einfach nur Bewusstlosigkeit. Da geschieht ja einiges. Und gerade während der Romantik hat man ja versucht, durch den Schlaf zu den eigentlichen Dingen zu gelangen. Also im Einschlafen zu sehen, was geschieht eigentlich mit unserem Geist, zu welchen Sphären können wir da vordringen, zu denen wir im Wachzustand eben das nicht können. Also das zeigt, dass im Schlaf eigentlich sehr viel Geheimes verborgen ist, aber auch Wertvolles. Und
Dieses ist heute etwas in Verruf geraten, beziehungsweise hat eigentlich keine Bedeutung mehr. Der Schlaf wird einfach als Reparaturzeit angesehen, um wieder gut wach zu sein, aber nicht umgekehrt, dass wir wach sind, um eigentlich uns den Schlaf zu erkunden, so wie Sie das jetzt... Man kann es ja auch tatsächlich in dem Moment ganz politisch packen und sagen, es ist die letzte Bastion, die man noch hat. Ja, richtig. Ja. Also so die noch mir gehört. Die noch mir gehört, die privat ist, die frei ist. Ne? Ja. Und da gibt es ja einen Essay von Jonathan Crary, 24/7, Schlaflos im Spätkapitalismus. Ein fulminantes Buch, finde ich. Und in diesem Buch sagt der Jonathan Crary, es ist nicht nur der Schlaf, der einen schlechten Ruf gekriegt hat, sondern es ist generell, betrifft es eigentlich die Rhythmen des Lebens. Also wir sind eigentlich nicht mehr bereit, Felder brach liegen zu lassen. Wir sind nicht mehr bereit, Ladenöffnungszeiten einzuhalten, zu sagen, es gibt den Sonntag, an dem nichts geschieht. Diese Rhythmen des Lebens, diese Pausen, die vorprogrammiert sind, die sind ja wirklich so fast schon ein Skandalon, wenn man überlegt, was man eigentlich im Kapitalismus wollte. Sie sagen an einer Stelle in Ihrem Buch auch, das Kapital schläft nie. Wenn wir diesen Zusammenhang vielleicht noch ein bisschen ausleuchten, was passiert denn mit dieser Rastlosigkeit oder warum finden wir denn die Pausen so schlimm? Das Kapital schläft nie, ich glaube, das sagt Crary auch, das ist eine ganz alte Idee. Geld zirkuliert dauerhaft, Ware wird dauerhaft verkauft, inzwischen eben 24 Stunden rund um den Globus. Man kann sich vorstellen, die Börse beispielsweise läuft auch 24 Stunden. Man muss wissen, was in Tokio passiert, man muss wissen, was in New York passiert, man muss wissen, was in Frankfurt passiert. Also dauerhaft wird gekauft, der Markt funktioniert 24 Stunden am Stück. Und natürlich, je mehr passiert, während wir schlafen, desto erschreckender ist es vielleicht auch, dass wir schlafen. Aufzuwachen und zu merken, hat sich schon wieder alles. Es hat sich was verändert. Ja. Es ist was passiert, vielleicht ist auch was Wichtiges passiert in der Zeit. Also ich glaube schon, dass da, es ist ja immer schwer auszumachen, wo es anfängt, wer jetzt die treibende Kraft ist hinter solchen Veränderungen. Aber ich denke schon, dass man merkt, dass... eine Veränderung von Lebensrhythmen, und das sieht man eben auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, immer das Nachdenken über Schlaf anregt. Ich wäre mir gar nicht mal so sicher, ob wir anders schlafen, aber zumindest merkt man an dieser Angst, also ich würde auch eben sagen, dass das Buch von Crary möglicherweise ein Indikator dafür ist, dass die Angst wächst oder dass das Gefühl da ist, dass im Moment etwas passiert, was man nicht beherrschen kann, was uns betrifft, auch in unserem Alltag, in unserem Privaten betrifft. Und was schwer lenkbar ist. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass es eben zum Beispiel in den 20er Jahren kommt die Angst vor der Schlaflosigkeit hoch, als eben die Hochindustrialisierung einsetzt. Also das sind Phasen, wo man diese Angst entwickelt, oder? Ja, und Crary weist auch auf die Globalisierung hin, die natürlich dem Vorschub geleistet hat. Und ich glaube auch, die heutige Internet-Ära ist ebenfalls außerordentlich wichtig in diesem Zusammenhang, denn wir sind ja ständig erreichbar und ständig in Verbindung mit der ganzen Welt, momentan auch. Und das ist etwas ganz Neues in dieser Art. Mhm. Nicht nur für Börsenmakler, wie das schon seit langem der Fall ist, sondern für jedermann und jede Frau. Sodass der Umstand der Erreichbarkeit und des Nichtruhens, der Information und des Austausches, glaube ich, ein Aspekt ist, der wiederum diese Tendenz unterstützt, von den Rhythmen eigentlich wegzukommen, sondern eigentlich das Leben als ein Kontinuum anzusehen, als eine kontinuierliche Wachzeit. Und Ruhezeiten gibt es eigentlich in diesem Sinne gar nicht mehr. Und das klingt für mich jetzt ziemlich kulturpessimistisch, das böse Internet, die böse Globalisierung. Sind Sie kulturpessimistisch? Ich glaube, man muss die Dinge nehmen, wie sie sind. Ich denke, dass es nicht unbedingt, es ist etwas Neues, es ist etwas Überraschendes vielleicht. Man muss vielleicht das thematisieren, dass man überhaupt sich darüber Rechnung, dass man dem Rechnung trägt, dass man überhaupt weiß, was da geschieht. Wenn zum Beispiel, was ich jetzt gehört habe von Heranwachsenden, dass sie nachts mehrfach aufwachen, weil sie ihr Handy nicht abstellen und ständig wieder Messages bekommen. Also das sind zum Beispiel Dinge, die man vielleicht doch
die ich also nicht positiv anschauen würde. Aber ich denke, die Kultur verändert sich und wir müssen mit dieser Kultur, wie sie ist, umgehen. Und wenn wir die Kultur jetzt sich verändern lassen und darauf reagieren würden, indem wir sagen, wir alle nehmen abends ein Schlafmittel, damit wir punktgenau einschlafen können, morgens dann ein Aufputschmittel, dazwischen noch Modafinil, das unser Schlafbedürfnis ein bisschen kleiner werden lässt, dass wir vielleicht alle mit 5 Stunden Schlaf zurechtkommen. Wäre das ein Zukunftsszenario, erstens, das möglich ist und zweitens wünschenswert? Ich finde, es ist überhaupt nicht wünschenswert. Und da spreche ich jetzt als Pharmakologe. Schlafmittel bewirken zwar Schlaf und helfen in geeigneten Fällen, aber sie verändern den Schlaf. Wir schlafen nicht den gleichen Schlaf unter Schlafmitteln. Und ich würde, die Hirnströme verändern sich. Also man sieht das aus dem Hirnstrombild, dass mit Schlafmitteln die Muster anders aussehen. Es gibt zum Beispiel mit den bekannten Benzodiazepinen, die bei uns immer noch die Schlafmittel Nummer 1 sind, sehr viele Schlafspindeln. Und zwar nicht nur dort, wo sie normalerweise auftreten, sondern während des ganzen Schlafs. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Hirnfunktionen verändert werden. Und auch, dass wenn die Schlafmittel aufhören zu wirken oder aufhören sollen zu wirken, die Wirkung immer noch weitergeht. Also man kann nicht die Wirkung anstellen und abstellen wie ein Schalter. Und tagsüber ist es dasselbe. Modafinil und Ritalin und ähnliche stimulieren zwar, erlauben länger wach zu sein, sich gut zu konzentrieren, aber auch sie haben unwünschte Nebenwirkungen. Also ich glaube, eine Pharmakologisierung des Schlaf-Wach-Rhythmus, es wird oft gemacht, aber es ist nicht empfehlenswert. Jetzt haben Sie beschrieben, dass Sie als Pharmakologe kritisch sind. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass wir noch nicht gut genug sind, die richtigen Medikamente zu entwickeln. Wenn wir könnten, wäre das nicht eine attraktive Fantasie? Also viele haben sie ja. Ja. Also vor dem Hintergrund, dass man denkt, man muss dauerhaft zur Verfügung stehen und man muss sich an die Rhythmen anpassen, die von einem verlangt werden, dann wird es natürlich faszinierend. Aber man kann es ja auch umdrehen und sagen, warum muss ich mir eigentlich vorschreiben lassen, bis in meinen Körper rein? Also das ist ja eine ganz, ganz elementare menschliche Erfahrung, zu schlafen, zu träumen. Da hängt ja nicht nur der Körper dran, da hängt die Seele dran, da hängt das Lernen dran, da hängen die Gefühle dran. Warum hat man die Fantasie, dass man sich darin steuern lassen möchte, von außen, von Pharmakologen, von Experten, die einem sagen, nehmen Sie doch das, dann können Sie schlafen, nehmen Sie das, dann sind Sie wach. Also diese ich würde es eigentlich eher umdrehen. Das ist eine fast schon eine gruselige Science-Fiction-Idee von einem fremdgesteuerten Menschen, der bis in sein Innerstes eigentlich nicht mehr selber entscheiden kann, wann er wach ist und wann er schläft. Das hat aber wahrscheinlich doch damit zu tun, dass Sie ein bisschen die These von Crary weiterspinnen, dass Sie sagen, naja, Kapitalismus, böse Gesellschaft hat zu tun mit Fremdbestimmung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Künstler nehmen, der vollkommen selbstbestimmt durch den Alltag geht und sagt, ich möchte aber nur noch 5 Stunden schlafen, um noch mehr Zeit zu haben für meine tollen Bilder, für meine Kompositionen, vielleicht um Berge zu besteigen. Ich kann zumindest nachvollziehen, dass es solche Fantasien gibt. Ich glaube, dass die Fantasien sind schon legitim. Und es gibt ja auch viele Künstler, auch schon im 19. Jahrhundert, die mit Rauschgiften Experimente machten, die verschiedene Mittel einnahmen, um ihre künstlerische Tätigkeit noch zu potenzieren. Also nicht nur Aufputschmittel, sondern auch anderes, Psychopharmaka, Halluzinogene und so weiter. Also ich glaube, diese Möglichkeit soll schon bestehen bleiben. Aber ich glaube, Künstler sollen in ihrer Welt einen großen Freiheitsgrad haben. Aber sie sind doch eine kleine Minderheit. Es ist eben eine Aussteigerfantasie. Ja. Also in dem Moment, die Künstler, die Leute, die rausgehen auf den Berg, das ist ein Aussteigen aus der Gesellschaft. Und das Gegenbild wäre ja genau das, dass man eine Massengesellschaft hat, die in Rhythmen steuerbar ist, sagen wir mal so. Ich glaube, da liegt auch ein großer Unterschied, ob man eben sagt, ich breche aus, indem ich andere Rhythmen lebe, gegen das, was die Gesellschaft sonst tut. Also nicht umsonst ist man eben dann Künstler oder Nachtschwärmer oder Partygänger. Oder ob man sich eben bewegt in, also ob das
ja, zugänglich ist für die gesamte Gesellschaft. Da würde ich auch denken, dass das ein Unterschied ist. Ja, ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Und Sie haben die Schlafmittel genannt und dass man vielleicht noch nicht das ideale Schlafmittel gefunden hat. Man hat jetzt in den letzten 50 bis 60 Jahren intensiv geforscht, um bessere und neue Schlafmittel zu finden. Man hat keine gefunden. Wir sind immer noch mit denselben Schlafmitteln, die in den 60er Jahren eingeführt wurden. Und das ist für mich bezeichnend, weil das Hirn lässt sich nicht leicht durch spezifische Mittel manipulieren. Also auch da ist eine Fantasie vorhanden, die man könne vielleicht ein körpereigenes Schlafmittel finden, das dann den echten Schlaf herbeiführt. Auch da finde ich, auch diese Idee ist nicht sehr, sehr wahrscheinlich und hat keinen Erfolg gehabt bisher. Was ich jetzt auch gerade sehr interessant fand, ist, dass Sie vorhin gesagt haben, das kann so eine Aussteigerfantasie sein, dass man eben nicht mehr gebunden ist an diese Rhythmen, dass man zum Beispiel dann eben nur noch 4 Stunden vielleicht schläft oder auf dem Berg sich da zurückzieht. Da gibt es ja auch die Aussteigerfantasie, die in die andere Richtung weist, wenn wir an Henry David Thoreau denken, der 1864 dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Walden, also in den Wäldern. Der war ja so ein Aussteiger par excellence, hat sich zurückgezogen in die Wälder und ein ganzes Kapitel in diesem Buch befasst sich mit dem Schlaf, wo er sagt, endlich kann ich wieder schlafen. Kein Lärm mehr, keine Hektik, keine Rhythmen. Also die Fantasien könnten in beide Richtungen losgehen, endlos schlafen oder nicht mehr schlafen. Also diese Naturfantasie ist, glaube ich, eine ganz starke. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine Fantasie, die wir ja alle in kleinem Grade ausleben, wenn wir in die Ferien gehen und plötzlich in die Natur und fühlen, dass da plötzlich auch unser Schlaf, unsere Rhythmen sich wieder etwas verändern und vielleicht normalisieren. Also das ist so, wie Thoreau das schreibt. Ich glaube, das ist schon. Und er steigt ja auch nicht, er steigt ja mit seinem Gang in die Wälder eigentlich aus der gesamten Gesellschaft aus. Ja. Also er geht aus seiner Zeit raus, will nichts mehr zu tun haben mit dem, was um ihn rum passiert, um wieder schlafen zu können, um wieder Ruhe zu haben. Aber auch hier, ich glaube, das lässt sich auch zeigen in dem Text. Er ist zwar in seiner Natur mit seinem Schlaf, gleichzeitig aber hört er, glaube ich, immer das Pfeifen der Eisenbahnzüge, die fahren, also die Eisenbahn wieder als schlafloses Stahltier, was durch die Welt fliegt. Also auch es ist beides wieder drin. Er schafft es eben auch nicht ganz auszusteigen, sondern diese Gegenfantasien, das kann man wunderbar sehen, die gibt es immer, die Gegenfantasie. Wir gehen an einen Ort, der nicht modern ist, also eine ganz antimoderne Gesellschaft. Das ist immer ein utopischer Ort. Ich glaube, also heutzutage gibt es die Idee, man könnte eine Kronos City bauen, wo alle nach ihren natürlichen Rhythmen leben. In den 30er Jahren gab es einen Schlafforscher, Theodor Stöckmann, oder Schlafexperten, der hatte die Fantasie, man könne Naturzeitschlaf finden. Das hat unter anderem den Nationalsozialisten sehr gut gefallen, weil das auch eine Produktivitätsidee war, aber der wollte Naturzeitschlafdörfer gründen. Also diese Idee vom utopischen Ort, ja, wo man hin kann. Auf ihn geht der Schlaf vor Mitternacht auch zurück, ja, auf Stöckmann. Ja. Er sagte, dass man der Schlaf vor Mitternacht sei sehr wichtig, weil er doppelt zähle. Und wenn man vor Mitternacht schläft, dann kann man mit 4 Stunden auskommen. Ich glaube, er sagt, man muss um 19.20 Uhr ins Bett gehen, ja, und um 23.40 Uhr wieder aufstehen. Kurz vor Mittag. Er war ein Kurzschläfer. Er konnte kurz schlafen, er ging auch früh zu Bett. Aber alle seine Schüler wurden gezwungen. Stimmt das? Kann ich jetzt um 11 ins Bett gehen? Habe ich schon 2 Stunden geschlafen um 12? Nein? Das hat leider funktioniert das nicht. Also, Sie können es ja mal ausprobieren. Also es gibt Leute in den 30er Jahren, die sind ganz begeistert und schreiben, endlich kann ich arbeiten. Und zwar kann ich jetzt 18 Stunden arbeiten, weil ich ja nur noch 4 Stunden schlafen muss. Ja, aber eben, das ging mit den Moralvorstellungen einher, dass es sehr gut ist, früh zu Bett zu gehen und früh aufzustehen. Und hier sind wir ja wieder an dem Moment, wo man versucht hat, mit Schlafforschung Produktivität zu steigern. Und das ist ja nicht nur Fantasie, sondern das US-Verteidigungsministerium betreibt ja auch Forschung für militärische Forschung sozusagen. Richtig. Die untersuchen zum Beispiel das Gehirn der Dachsammer, das ist ein Zugvogel, der erstaunlich 7 Tage ohne Schlaf auskommt. Er fliegt dann nachts, tagsüber sucht er Nahrung, erholt sich vielleicht ganz kurz und dann wird weiter geflogen. Ist diese Idee des schlaflosen Soldaten permanent einsatzfähig? Ist diese Idee eine Vision, von der Sie denken, die wäre vielleicht irgendwann mit pharmazeutischen Mitteln doch irgendwie umsetzbar für eine gewisse Zeit? Für pharmazeutische Mittel ist es jetzt schon umsetzbar. Also die
Amphetamine wurden ja im Zweiten Weltkrieg massiv eingesetzt, von den Japanern, aber auch von den Deutschen, um die Piloten wachzuhalten. Das ging schon damals los. Und heute hat man natürlich noch viel feinere Methoden, um, wenn es darum geht, während mehreren Tagen wach zu bleiben, eben pharmakologisch unterstützt, dies zu tun. Wie lange kann man das? Es ist sehr schwer zu sagen. Wahrscheinlich geht es schon 3-4 Tage lang. Ich kann da keine zuverlässigen Angaben machen. Wenn man diese Aufputschmittel nimmt, dann wirken die tatsächlich. Und wenn man sich nicht darum kümmert, was nachher geschieht, dann kann man tatsächlich eine längere Wachzeit auf diese Weise aufrechterhalten. Aber man bekommt dann eventuell schon Nebenwirkungen zu spüren, schon während des Wachens. Also gewisse paranoide Vorstellungen, Halluzinationen und Ähnliches können sich dann schon einstellen. Also es ist auch nicht eine unproblematische Sache. Aber diese Mittel sind sehr stark wirksam und sie wirken und werden auch so eingesetzt. Und es ist so, wie Sie sagen, dass die, vor allem die amerikanische Militär finanziert Schlafforschung, auch jetzt in Amerika, aus diesem Grunde, weil man sich Einsichten erhofft, die nützlich sein könnten für die Kriegsführung. Gehen wir in der Geschichte noch weiter zurück, viel weiter zurück, griechische Mythologie. Da war ja der Schlaf der Zwilling des Todes. Also Hypnos und Thanatos lebten gemeinsam im Hades, also im Reich des Todes. Hypnos in einer Höhle natürlich, ein bisschen abgedunkelt, damit man auch gut schlafen kann. Diese Zwillingsbruderschaft, trifft die für Sie zu? Würden Sie sagen, Schlafen ist ein bisschen wie Sterben? Ich bin noch nie gestorben. Also es ist, denke ich, insofern ähnlich, weil man die Kontrolle über sich, seinen Körper, seine Gedanken, sein Bewusstsein aufgeben muss. Wir können Schlaf nicht erfahren. Wir können Schlaf erst in dem Moment erfahren, in dem wir wieder aufwachen. Aber wie wir uns eigentlich fühlen, während wir schlafen, das können wir nicht wissen. Insofern würde ich schon sagen, das ist eine Form von toter Zeit für uns. Und man sieht beispielsweise diese Angst, glaube ich, auch im Schlaf zu sterben. Zum Beispiel bei Kindern, Kinderlieder, die immer sagen, morgen früh wirst du wieder erwachen. Also man muss, wenn Gott will, auch das steckt drin, ja. Aber diese Angst, dass man loslässt, aus der Welt rausgeht und dann weg ist, das ist, glaube ich, schon was nah beieinander liegt. Aber gleichzeitig hat man, wir lernen ja im Laufe des Lebens, dass wir wieder aufwachen. Der Schlaf ist ja etwas Unheimliches in diesem Sinne, wie der Tod. Oder man weiß ja nicht, wenn jemand da liegt und einfach regungslos da ist, lebt er. Also es gibt ja Mütter, die immer wieder kontrollieren, ob ihr Kleinkind atmet, weil der Schlaf doch etwas Bedrohliches hat. Man kann nicht kommunizieren mit dem Schlafenden. Und das ist, glaube ich, das, was diese Verbindung zum Tod vielleicht provoziert hat. Ich habe gerade kürzlich von McNish die Philosophie des Schlafes angeschaut. Das ist jemand, der im 19. Jahrhundert ein sehr interessantes Buch über den Schlaf geschrieben hat. Und der erste Satz ist die Definition des Schlafes. Der Schlaf ist etwas zwischen dem Wachzustand und dem Tod. Also er definiert den Schlaf so. Und ja, ich denke, die heutige Wissenschaft würde das nicht tun. Aber die Todesnähe ist doch etwas, was schon lange erkannt wurde. Wo sich ja vielleicht, es ist ja auch interessant zu sehen, dass die, wenn ich das richtig sehe, die Wissenschaft das Gegenteil sagt. Die sagt ja, Schlafen ist ein unglaublich aktiver Zustand. Also wir lernen im Schlaf, wir träumen, unser Gehirn tut ganz offensichtlich Dinge. Das Gehirn schläft nie. Mhm. Oder das ist vielleicht ein Schlagwort, das man sagen könnte. Aber für uns selber ist es ja wirklich so die ganz extreme Erfahrung des Kontrollverlustes. Sie, Frau Ahlheim, haben ja auch Ihr Buch so genannt, Kontrollgewinn, Kontrollverlust, Geschichte des Schlafes. Und wenn man sich das noch einmal überlegt, finde ich sehr interessant, dass wir ja eigentlich den Tod, das Ende des Lebens, haben ja schon ein Stück weit, können wir das selbst bestimmen, wir können uns jederzeit das Leben nehmen, wir können uns suizidieren. Aber wir können nicht auf Knopfdruck einschlafen. Das ist doch eigentlich eine schreckliche Erfahrung. Da haben wir etwas komplett nicht im Griff. Ja, also einschlafen können wir, wenn wir nicht sehr schlafgestört sind, eigentlich nicht auf Knopfdruck, aber wir legen uns hin und in einigen Minuten sind wir weg. Und das ist ja doch auch etwas Erstaunliches, finde ich.
dass man diesen Übergang vom Wachen zum Schlafen eigentlich so problemlos bewältigt. Ja, aber ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer kann das nicht problemlos, haben eben Schlafstörungen. Also so einfach scheint es nicht zu sein, diese Kontrolle abzugeben. Da sind die Statistiken etwas unterschiedlich. Das mit dem Drittel, es ist jetzt gerade eine neue Arbeit veröffentlicht worden, in der 3/4 der Schweizer und Schweizerinnen mit ihrem Schlaf zufrieden sind. Gut oder sehr gut. Ich denke, da muss man aufpassen, wie man fragt. Natürlich haben alle gelegentliche Schlafstörungen. Aber schlimm wäre es, wenn man das ständig hat. Und das sind dann die echten Schlafstörungen. Aber so im Allgemeinen ist es erstaunlich, wie gut es geht, wenn man das einschlafen möchte. Aber wir können ja auch nicht wir können ja eben auch nicht wach bleiben. Nein, also wenn wir uns erinnern an die Bilder von den Politikern. Wir schlafen eben ein, wir nicken ein am Steuer, wir haben diese Mini-Schlafphasen. Also letztlich ist Schlaf schon eine der Körperfunktionen, oder ganz grundlegenden Körperfunktionen, die ja schon widerständig bleiben und sperrig, weil sie eben nicht durch eine bewusste, das ist auch sehr, sehr interessant, also man entdeckt eben während der Aufklärung, dann aber auch nochmal im 20. Jahrhundert diese Idee, wir brauchen nur den Willen zum Schlaf. Wenn wir den Willen zum Schlaf haben, dann können wir auch schlafen. Und gleichzeitig heißt das, wer Schlafstörungen hat, der hat eben nicht genug Willenskraft. Also, wer heldenhaft ist, wenn es so einfach wäre. Aber diese Fantasie gibt es, also auch im Zweiten Weltkrieg nochmal, wer heldenhaft ist, der hat Kontrolle über Schlaf, der kann schlafen. Und diese Verantwortung, die dem Individuum damit übertragen wird, wenn du ein starker Mensch bist, kannst du auch schlafen. Ja. Das Problem stellt sich heute wiederum beim Einschlafen am Steuer. Die Frage ist, ist jemand verantwortlich dafür, dass er einschläft? Weiß er schon vorher etwas, dass er jetzt einschlafen wird, oder übermannt ihn der Schlaf so, dass er eigentlich schutzlos dem ausgeliefert ist? Und das hat eine interessante rechtliche Frage. Denn wie ist man verantwortlich für das Einschlafen? Ich glaube, in den USA beispielsweise gibt es in einigen Bundesstaaten, wird übermüdet sein, ähnlich gerechnet wie alkoholisiert sein. Also, oh ja, sagt, das hat denselben Einfluss. Ja. Da hätte man also eine Verantwortung, ausreichend zu schlafen, bevor man sich ans Steuer setzt. Interessant ist ja auch, wenn wir den Schlaf schon nicht kontrollieren können oder er uns eben einfach so überfällt, dann möchten wir ihn wenigstens ins Privatgemach verlegen. Wir sind ja eine Gesellschaft, die nicht so gerne öffentlich schläft. Vielen ist es peinlich, wenn sie einnicken im Zug. Man hat da natürlich dann auch einige möglicherweise körperliche Erscheinungen, die einem peinlich sind. Man schnarcht, man zuckt, man beginnt zu geifern oder was sonst noch alles passiert, wenn man schläft. Warum ist das in unserer Gesellschaft so, währenddessen, Sie haben es ja schon erwähnt, in Japan die Menschen das ja nicht so peinlich finden? Oder ist es nur ein Zwang, dass man da halt schon unterwegs schlafen muss, weil man sonst nicht genug Schlaf kriegt? Oder ist es kulturell wirklich unterschiedlich? Ich würde schon denken, dass es kulturell unterschiedlich ist. Es hat sich eben auch im Laufe der Geschichte verändert. Die Vorstellung, dass man in einem privaten Schlafzimmer schläft, vielleicht noch zu zweit als Paar, ist eine, die auch erst im 19. Jahrhundert aufkommt. Man sieht auch im späten 19. Jahrhundert schlafen die Leute nicht privat, sondern da gibt es auch in den Großstädten, Berlin beispielsweise, da schlafen 5 bis 6 Leute in einem Zimmer, weil sie einfach nicht mehr Platz haben. Da schlafen Leute im selben Bett, teilweise 4 Kinder in einem Bett. Da schlafen auch nicht nur Familien in einem Raum, sondern auch sogenannte Schlafburschen, also junge Arbeiter, die in die Städte kommen und die nicht genug Geld haben, sich ein Zimmer zu leisten. Die mieten sich nur ein Bett. Und das oft eben in Privatwohnungen. Also auch da gibt es die Fantasie, man hätte gern ein Schlafzimmer, aber die Realität sieht ganz anders aus. Und ich denke, an dem Beispiel kann man auch ganz schön sehen, für unsere Gesellschaft, dass inzwischen mit Schlafzimmer und im Bettsein eben auch immer Sexualität verknüpft ist. Also der Beischlaf. Der Beischlaf, man schläft miteinander, also auch das ist ja eine... steckt schon im Wort drin, wie eng das miteinander verknüpft ist. Und ich denke, wenn wir die Schlafzimmertür zumachen, ist das immer auch ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht in dieses Intimleben schauen lassen wollen. Ja. Gibt es aus der Schlafforschung Untersuchungen, die zeigen, ob man besser schläft mit anderen Personen in einem Zimmer oder eher getrennt? Solche Untersuchungen kenne ich nicht, aber dass schlafende Paare, die zusammen schlafen, sich im Schlaf aufeinander abstimmen, was ihre Bewegungen betrifft, sogar ihre Schlafphasen, das gibt es. Also im Schlaf kommuniziert man, wenn man mit jemandem zusammen schläft, auch in einer gewissen Weise.
natürlich auf, ist es trivial, dass wenn man eine sich bewegt, die andere das keinen spürt. Platz mehr und dann, zum Beispiel, ja. Aber es gibt da schon, das Paarschlafen ist nicht einfach nur, jeder schläft für sich, sondern da gibt es auch ein kommunikatives Element. Was ja auch interessant ist, ist in der Geschichte des Schlafs, wo man die Kinder deponiert. In unserer Gesellschaft gilt es eigentlich als Standard heute, dass man die Kinder eher ausquartiert. Aber in anderen Kulturen schlafen die Kinder sehr, sehr lange im Bett der Eltern oder zumindest im gleichen Raum. Das ist eine ewige Debatte. Gerade Schlaferziehung von Kindern ist sehr, sehr interessant, weil man da auch sehen kann, an den Tipps, die gegeben werden, wie man sein Kind erzieht, kann man natürlich sehen, welche Werte die Gesellschaft auch hat. Die Angst, die im 20. Jahrhundert aufkommt, was passiert, wenn man mit dem Kind in einem Bett schläft, ist ja tatsächlich eine ganz gewaltvolle, nämlich die, dass man sein Kind im Schlaf ersticken könnte. Also das ist eine Geschichte, die findet sich in allen Schlafratgebern. Wenn sie schlafen, haben sie so die Kontrolle verloren, dass sie sogar ihr Kind im Zweifelsfall ersticken. Das ist ganz interessant. Es gibt meines Wissens nach keine Studien, die das belegen, dass die Gefahr dabei größer wäre. Aber natürlich spielt das eine große Rolle bei dieser Entscheidung. Dann spielt natürlich eine große Rolle, dürfen Kinder sehen, was die Erwachsenen in ihrem Bett tun? Im Privatgemach. Also es gibt eben auch beispielsweise psychoanalytische Texte aus den 1920er Jahren, die sagen, Kinder kriegen unter anderem Schlafstörungen, weil sie sehen, was in den Betten der Eltern passiert. Weil sie eben bei der Sexualität beobachten. Das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, über den, also der da eine Rolle spielt bei dieser Idee, wo muss eigentlich das Kind schlafen? Wir sind mitten in den Themen drin. Es gäbe noch viel zu diskutieren, aber wir sind trotzdem am Ende unseres Gesprächs. Es ist ja interessant, Sie haben Napoleon noch erwähnt. Napoleon sagte ja tatsächlich, 4 Stunden schläft der Mann, 5 Stunden die Frau, 6 Stunden der Idiot. Ich bin froh, dass er nicht gesagt hat, was mit den Personen ist, die 7 oder 8 Stunden schlafen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Borbély, Frau Ahlheim. Jetzt gleich kommen wir vom kleinen Tod zum großen Tod. Wir zeigen den zweiten Teil des Films Death, die schöpferische Kraft des Todes. Bleiben Sie also dran.